Herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Channel. Ich bin's euer Laser und ja, ihr seht jetzt einen neuen Untergrund. Ich habe einfach eine neue Folie drauf gemacht, weil mir die weiße Folie nicht gefallen hat. Und ich kann hier in der Kamera Blasen sehen. Ist ja lustig. Da sind zwei Blasen. Das hier sind die Stellen vom Tisch, ja, weil ich immer so oft bohre. die Kamera hat nämlich kein Problem mit dem Untergrund. Die Kamera hat einfach allgemein ein Problem. Und deswegen ist es egal. Habe ich mir den schönen schwarzen Untergrund wieder gemacht. Yeah. Wir machen heute mit den ST weiter. Und ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass ich ein paar Kommentare vorlesen werde. Das werde ich jetzt mal machen. Wir legen mal los. Und zwar habe ich die Teile lackiert. Ich habe ja gezeigt in einem anderen Video. Und hier sind die fertig lackierten Teile jetzt. Ich habe sie rangebaut schon. So sieht das Ganze aus. Ihr seht, kein Rand, ne? Das Blöde ist, Leute, und ja, da ärgere ich mich auch ein bisschen dran. Die Teile sehen so ganz gut aus. Die Farbe gefällt mir nur nicht so richtig, ne? Das ist leider das Problem. Hier, das zweite Teil. Und man kann hier so leicht, ja, man sieht hier immer so leichte Silberflecken, ne? Das Problem ist, Leute, ich kann euch das ja mal kurz erzählen. Man kann auf Schwarz nicht einfach rot malen. Das klappt nicht. Wir brauchen einen weißen Untergrund, einen hellen Untergrund, damit das Rot richtig schön rauskommt. Weil wenn ihr auf Schwarz rot macht, dann könnt ihr das so oft, wie ihr wollt, drauf machen. Das sieht nicht gut aus. Das ist einfach so. Und ich habe es erst probiert, ohne Untergrund zu machen. Und wie gesagt, das Schwarz von den Carbon kam einfach wieder durch. Man sah immer so leichte, ja, rötliche Spuren, mehr nicht. Und damit das jetzt so leuchtet wie hier, habe ich die Teile ja abgeklebt, das wisst ihr. Und dann habe ich Silber gesprüht, Silber trocknen lassen und dann habe ich Rot gesprüht, damit ich so einen leichten Glanzeffekt in die Teile kriege, den ihr jetzt auch seht. Ja, jetzt glänzen die Teile so ein bisschen, was gut aussah. Vorher waren sie nämlich so matt. Ne? Ich habe die Sachen gesprüht, weil diese Malfarbe hier, ganz ehrlich, dieser Deckel ist, glaube ich, eine Verarsche. Oder sieht nur auf Metall so aus. Ich habe das probiert auf Carbon und auf Holz. Und ich möchte euch das mal kurz zeigen. Ich habe das hier auf dem Brett. Und ihr könnt sehen, ich weiß jetzt nicht welche, aber ich glaube, diese Farbe hier ist das. Und diese. Und die ist aus der Dose. Genau. Die etwas hell leuchtende, das da. Und das hier ist aus der Dose. Und das ist aus dieser kleinen Dose hier. Ne? Also sprich, das hier und das hier ist aus dieser kleinen Dose. Und die Farbe und der kleine Fleck hier, ne, die sind aus der Dose. Ne? Da habe ich einfach den Deckel abgemacht, hier reingesprüht und dann mit einem Pinsel. Ne? Aber ihr könnt das hier auch sehen. Ich habe da reingesprüht und ihr seht, das Rot, ja, das Schwarz nimmt das Rot nicht so an. Ne? Das ist also gar nicht so leicht. Ne? Also habe ich Silber genommen, damit es hier so einen silbernlichen, ja, so einen Effekt gibt. So einen glänzenden Effekt, weil die Farben könnt ihr vergessen. Das ist vielleicht auch für Metall eine ganz gute Idee, aber für Carbon, ja, war nicht teuer, stört mich nicht. Die Farbe gefällt mir aber auch nicht. Das Problem ist, Leute, ihr seht hier zwischendurch so leichte Silberflecken. Seht ihr das? Und das stört mich. Das stört mich wirklich. Persönlich stört mich das richtig krass. Es sieht zwar nicht so, also vom Weiten weg sieht man es nicht, aber wenn man genau hinguckt, na, dann sieht man es. Und es stört mich selber. Also es stört mich, ne, dass es so ist. Ja. Ihr könnt ja selber sagen, was ihr von der Farbe hält. Das ist jetzt, wie gesagt, Silber Untergrund und dann mit Rot gesprüht. Ich hole mal alle Teile raus. Hier haben wir die Lenkung drin. Ich habe die schon wieder eingebaut, die Teile. Hier ist die Lenkung. Dann haben wir hier das Mitteldiff. Das, wie gesagt, auch nur, das ist ja nur oben. An den Seiten, was laber ich? An den Seiten rot und oben ist nichts. Bei so manchen Teilen sieht das wirklich gut aus. Ja, und hier haben wir die Frontplatte. Da sieht man von oben sieht man gar nichts, ne? Aber von der Seite dann. Ne? Ja, ich wollte das ja so dezent machen, weil das ja auch ein Vorschlag war von einem Abonnenten. Ich muss sagen, ich finde es jetzt, ja, es sieht nicht so toll aus. Also ich finde es jetzt nicht so der Burner. Ich bin unzufrieden mit der Arbeit. Ich finde aber auch die Farbe nicht schön, muss ich dazu sagen. Ich finde sie echt hässlich. Ja, über die Kamera sieht das alles, weil die Kamera so ein bisschen, also für mich sieht das jetzt ein bisschen dunkler aus, hier auf dem kleinen Monitor, den ich hier habe. Ich weiß, dass das nachher ein bisschen heller aussehen wird auf dem Video.
Aber die Farbe sieht übers Video anders aus, als wie ich sie jetzt sehe. Ne? Und das ist das Problem. Und ich finde, die Farbe sieht nicht schön aus. Ne? Ich hätte gern so wie bei dem Grünmetallic, hätte ich gern so ein Rotmetallic gehabt. Die Farbe habe ich aber nirgendwo bekommen. Konrad hatte die nicht, der Baumarkt hatte die nicht. Ah, deswegen musste ich ja dieses Eissilber nehmen, was überhaupt nicht cool aussieht. Also ich habe hier mal Fotos gemacht von der Bauserie. Guckt euch die mal an. Da habt ihr die Fotos gesehen. Ich habe die mal so durchblättern lassen, wie ich den Schritt gemacht habe. Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde die nochmal nacharbeiten. Ich werde mir Metallic Rot dann aus dem Internet bestellen. Und auf gut Glück hoffen, weil das Problem ist im Internet, ich hole mir Farben eigentlich immer gerne persönlich. Na, ich gucke sie mir an. Mit den Magic Farben, mit Schwarz und Silber, dieses Eissilber war ein Test. Ich war zufrieden. Dann dachte ich mir, okay, das Eisrot könnte ja auch so genauso gut aussehen, tut es nicht, ne, in meinen Augen. Ne, war also ein Fehlgriff. Das hat man aber immer wieder. Ich hole mir immer gerne die Sprühfarben so, ne, die Sprühdosen, auch die Lacke. Und dann ja umdrehen, kurz den Deckel sprühen, ins Licht halten im Baumarkt und dann sieht man ja den Glanzeffekt. Ne. Anders geht's nicht, weil wenn ihr euch auf diesen Deckel verlässt, ne, ist das nie diese Farbe. Ne. Oder nicht genau so, weil das Material immer anders ist. Und es wirkt auch immer anders, ne? Wie ihr das gerne hättet. So, und das ist das Problem hier. Also ich bin nicht zufrieden. Ne? Wie gesagt. Aber wir machen heute weiter mit dem Tagebuch. Ich wollte euch das nur mal kurz vorweg zeigen. So, haben wir hier die schöne Bedienungsanleitung, ne? Die richtig gute, übrigens. Also die ist wirklich Bombe, ne? Beste Bedienungsanleitung ever. So richtig Ansmann-typisch. So, und die wollen von uns, dass wir die Frontachse heute machen. Und ich würde sagen, wir widersprechen da nicht und machen das auch. Das ist eine gute Idee. Dafür brauchen wir die Tüte und die Tüte. Und gucken uns die Sachen machen. Ja, wie gesagt, lackieren ist auch nicht immer so leicht, ne? Gut, ich hätte mir Grundierung besorgen können. Aber ich dachte mir jetzt, ich wollte die Carbon-Teile sowieso nur versiegeln und ein bisschen optisch aufwerten. Ne? Ich dachte, das funktioniert schon so, weil das hat beim Virus nämlich auch super funktioniert. Da habe ich nämlich nicht grundiert vorher. Und das hat echt astrein funktioniert. Aber Rot ist halt eine andere Farbe. Ne? Eine schwere Farbe ist sogar Rot. Also Rot ist eine sehr schwere Farbe. Aber guckt euch diesen Fail wieder an, ey. Da. Das ist die hintere. Hier ist keine Lenkung. Ne? Ich war nur irritiert wegen den falschen Bildern, die hier verwendet werden. Ne? Das sind die vom Virus. Virus, sag ich schon. Das sind die Bilder vom Terrier 2.0. Kann ich mir sonst nicht anders erklären. Ne? Weil unsere Hinterachse sieht so aus. Ne? Das hat nichts mit den Bildern zu tun. Na gut, dann ist jetzt die hintere Achse dran. Wahnsinn. So, da brauchen wir die Teile. Und zuerst müssen wir hier wieder ganz gemütlich... Achso, da fehlt noch was. Krass. Das muss ich auch mal kurz suchen. Die Kugelköpfe kommen ja noch gar nicht dran. Da bin ich ja viel zu weit. Mal wieder. So, da brauchen wir nämlich erstmal die Teile hier. Ja, ja, ja. Schraubenchaos. Ich liebe es. Okay. Okay, erstmal alles überprüfen, ob alles da ist. Ich habe auch noch keine Bewertung gegeben bei dem Händler, weil ich erstmal überprüfen, also ich will erstmal das Auto fertig bauen und erst wenn ich das Auto fertig gemacht habe, dann bewerte ich den Händler, weil wir wissen, wie oft hier was gefehlt hat und wenn ich den Händler jetzt schon gut bewerte, dann wisst ihr selber, könnt ihr euch ja denken, Eigentor. So. Wir gucken mal, wie viele rote Ringe wir dabei haben. Hier sind die Stangen alle. Die können wir uns auch mal kurz angucken. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 rote Nubis dabei. Wenn ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, alle. Okay, dann benutzen wir die roten Dinger nur wieder für die wichtigen Sachen.
Und ich werde das später wieder mit Schlauch machen. Ja, die Stangen sind, ja, also eigentlich kann ich dazu nichts sagen. Gerade, wenn ich mir das so angucke. Sieht aus wie eine benutzte Stange. Ich zeige euch mal die Qualität. Rost haben wir hier. Ihr könnt das sehen. Und hier innen drin sieht auch schon mit Sand irgendwie. Das Teil sieht total benutzt aus. Was aber nagelneu ist. Ja, krass. Ja, die andere sieht auch schon angerostet aus. Die normalen Stangen sind ja noch in Ordnung. Hier ist auch schon Rost auf der Stange. Haben wir auch schon Rost. Rost, wobei das Auto noch gar nicht zusammengebaut ist. Es gruselt mich ja immer schon so vor Rost. Aber das ist ja unheimlich. Naja. Hier haben wir die richtig tollen, passgenauen Kugellager. Über die freue ich mich immer so tierisch, weil die immer so super passen. Oh, oh, oh. Haben wir hier Glück? Haben wir hier... Na? Ja, wir haben hier Glück. Passt. Hier haben wir rechts und hier haben wir links. Steht sogar drauf. Klasse. Dann bauen wir jetzt zuerst, ach, ist eigentlich egal, welche Seite wir zuerst bauen. Wir haben hier aber keine Unterlegscheiben. Daher werde ich die Unterlegscheiben vom letzten Video nehmen. Das sind die hier. Die werden wir nehmen. Auch wenn sie nicht richtig passen, oder? Naja, die passt überhaupt nicht. Ey, das sieht ja mal richtig schäbig aus. Aber die haben hier diesmal keine reingetan. Na gut, dann ohne. Was soll's? Vielleicht haben wir sogar so viel Glück und der Stift passt nicht. Oh, 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 er passt. Wow. Was ist denn hier heute los? Weltpremiere. Ja, genau. Ich hatte euch Kommentare versprochen und da kommt jetzt mal eins. Und zwar, ich beantworte hier jetzt also nur die Kommentare, die über Google Mail kommen, also sprich über YouTube kommen. Die Facebook-Dinger habe ich bis jetzt eigentlich alle ganz gut beantwortet. Und deswegen beantworte ich jetzt hier mal die Google Gmail-Fragen, die über eBay kommen, über eBay, Wahnsinn, die über YouTube kommen. Okay, hier brauche ich doch mal einen Schlüssel, oder? Ist der fest? Der ist doch noch nicht fest, oder? Wir brauchen hier mal einen Schlüssel. Ja, ich habe irgendwie keinen kleineren gefunden gerade. Also nehme ich meinen großen hier. Der ist ganz praktisch, da kann man dann hier die Schraube anpassen. So. Also, erste Frage, ich lese jetzt die neuen zuerst und dann kommen die etwas älteren Fragen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die nämlich schon nämlich dann beantwortet habe. Und zwar schreibt hier einer, würdest du dir meine Videos angucken, wenn ich im Sommer anfange, den Lossi 8 Hike 3.0 aufzubauen? BCW zusammenzubauen und daraus so wie du ein Tagebuch machen würde. Würdest du mir ein paar Tipps geben, für den Anfang geben? Gruß. Ja. Angucken ist so eine Sache. Leute, ich gucke mir selber ungern auf YouTube Videos an, weil ich die teilweise echt, also da sind teilweise Videos, die interessieren mich null. Ne? Aber dann gibt es doch echt mal Videos, die echt sehr interessant sind für mich und die gucke ich mir dann auch an. Aber so andere Modellbauer gucke ich mir eigentlich eher seltener an, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt geringe, es gibt ja echt nur ein paar, die ich mir gerne angucke, weil sie mich auch unterhalten, ne? Und ja, ansonsten ja, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht, ne? Wenn es mir gefällt von der Art her, warum nicht? Ja. Tipps gebe ich dir, kann ich dir auch geben, kein Problem, mache ich gerne. Und zwar Kamera. Ne? Es ist immer darauf zu achten, dass alles ausgeleuchtet ist, wie hier. Ne? Am besten scharf und nicht wie bei mir in der letzten Zeit teilweise die Videos unscharf. Wobei ich muss sagen, jetzt geht es momentan wirklich noch. Ich sehe das immer nur erst, wenn ich das Video fertig geschnitten habe. Am Ende, ob meine Videos was geworden sind oder nicht. Und ob ich dann einen Anfall kriege, weil ich müsste das dann alles nochmal neu machen oder nicht. Also, wie gesagt, gute Ausleuchtung ist auf jeden Fall wichtig. Eine gute Kamera ist auch wichtig. Also zumindest, sie muss kein HD haben. Ich finde, mittlerweile ist mir HD echt, ist nicht wichtig für mich. Ich finde, Hauptsache, das Bild ist klar. Ne?
Und dann ist HD eigentlich auch uninteressant, aber viele Leute gucken das ja auch am Fernseher. Und ah, Moment. Gucken das ja auch am Fernseher und da ist die Qualität ja dann ein bisschen anders, wenn man da kein HD hat, dann sieht das ein bisschen komisch aus. Deswegen heulen da viele rum, wenn man kein HD hat. Aber ich finde 480 geht auch, solange man alles gut erkennen kann. Ja. Also gute Kamera auf jeden Fall, also zumindest eine, die scharf aufnimmt. Ja. Lass mir das HD mal weg. Und auf jeden Fall eine gute Ausleuchtung, eine gute Betrachtung, dass die Leute was sehen können. Ganz wichtig. Ich sehe so oft Videos, wo die Leute versuchen, ja, wo die versuchen, was zu machen, sich aber auch Mühe geben, ne? So ist es ja nicht, aber es sieht einfach nicht aus, ne? Weil die Ausleuchtung schlecht ist oder die Leute auch ein bisschen komisch reden, ne? Gut, ist ja nicht jeden Tag, dass man vor der Kamera sitzt und mit sich selbst quatscht. Ist schon richtig so in dem Sinne. Aber ja, das gehört halt eben alles dazu, ne? Ja, das sind so die wichtigsten Tipps, finde ich, ne? Auf jeden Fall gute Kamera, schön klar, ne? Gute Tonqualität, ne? Wenn die Stimme also authentisch rüberkommt, das Witzige ist, bei der Panasonic kommt die Stimme sehr gut rüber, muss ich sagen. Also sie ähnelt sich sehr in meinem Real Life. Aber auch nur in den dunklen Tönen. Alles, was hochtörig ist, verfälscht die Kamera tierisch. Finde ich voll krass. Ja, das noch so nebenbei. Ach, hier sind die restlichen Schrauben. Ich habe mich schon gewundert, wo die sind. Okay. Ja, hier haben wir die. Ah, okay, die sind hier gebogen. Ist das normal? Die sind hier gebogen. Das kenne ich so gar nicht. Okay. Hoffentlich ist das normal. Die kommen zur Seite. Wir brauchen die beiden und die Teile. Super. Ach, klasse. Die sind hier schon dran. Das ist ja richtig super. Weil ich habe mich nämlich schon gewundert, wo die sind. Das sind die Teile, die an das Differential, an die Carbonplatte oder an die Halterung hier kommen. Ne? Habe ich mich nämlich schon echt gewundert, wo die sind. Die machen wir jetzt weiter. Oh nein. Ich muss weg. Spaß. Aber Leute, das schneide ich hier. Das tue ich euch nicht an. Das dauert einfach zu lange. Ne? Ich würde sagen, ich mache kurz die Kugelköpfe hier rein, weil das dauert echt zu lange. Ne? Da kommt die nächste Antwort und wir machen weiter. Da sind wir wieder. Ich habe sie festgeschraubt. Ich bin ganz froh, dass ich es offline gemacht habe, weil ich habe hier wieder die Teile vertauscht. Das heißt, ich habe den umgedreht dran gehabt, so wie hier. Und dann hatte ich den zweimal gleich und dachte mir, oh, zum Glück hast du es offline gemacht. Wenn ihr sehen wollt, wie ich sowas zusammenbaue, könnt ihr euch die letzten Virus- oder Terrier-Videos angucken. Da baue ich die zusammen. Mein Tipp noch kurz vorweg: Wenn ihr das hier macht, ne, passt auf, dass ihr hier die Ringe gerade reinschraubt und nicht schief, ne, weil hier drin ist ein Gewinde und wenn ihr das durchdreht, dann halten die nicht, ne. Also immer schön gerade reinschrauben, auf beiden Seiten natürlich. Und dann gebe ich euch einen Tipp: Schnappt euch das Teil, fasst es fest an. Nehmt den Träger und versucht die Kugel hin und her zu wackeln. Wenn ihr die Kugel minimal bewegen könnt, ne, nehmt den Imbusschraubendreher und dreht die Schraube ganz langsam fest. Das könnt ihr später nochmal machen. Die Kugel darf nur ganz, so richtig, wirklich nur ganz, ganz, ganz minimal spielen, dass ihr gerade spürt, es ist locker, aber mehr nicht. Weil, ja, viele machen das ein bisschen lockerer und dann, ja, ist das hier zwar schön locker, aber hier ist so viel Spiel, dass die wackeln und dann schlagen die nämlich aus. Und genauso hier und dann kommt da Sand auch noch rein und dann ist Game Over. Ich sage euch das. Ne? Ist nur ein Tipp. Ich mache das so. Und ja, müsst ihr nicht machen, könnt ihr aber machen. So, dann, das hat der liebe DJ mir damals schon bei den anderen Videos gesagt. Und diesen Tipp werde ich jetzt auch beherzigen. Und zwar hier diese Abstandshalter schon mal reindrehen. Weil das ist nämlich richtig ärgerlich, wenn ihr das erst macht, wenn das Auto zusammengebaut ist. Und dann hängt ihr hier nämlich und denkt euch, leckt mich am Arsch. Und das meine ich wirklich so.
Aber ja, hier haben wir jetzt wieder richtig viel Spaß. Das ist ein 2,5er. Habe ich da keinen Imbus für? Doch, juhu. Dann schrauben wir das nämlich mit dem Schraubenzieher schön fest. Und sparen uns so ein bisschen Arbeit. Ja, ich wollte das mit den Kugelköpfen für mich machen, weil das dauert erstens richtig lange. Das ist richtige Handarbeit und das würde krass Videozeit verschlingen. So, auf der anderen Seite mache ich das so, dass sie so gerade rauskommt, dass wirklich nachher die Bodenplatte auf der Schraube drauf ist und nicht auf dem Plastik. Ne? Ja. So, auf der anderen Seite auch. Und vorne müssen wir das dann auch machen. Hoffentlich vergesse ich das nicht wieder. Ja, ansonsten sind wir schon ziemlich weit. Also ja gut, ich habe jetzt die ganze Zeit eben offline gedreht. Oder gearbeitet, sage ich jetzt mal. Aber ich muss hier auch ein bisschen so, ne, gucken. Na, komm. So. Jetzt dachte ich gleich, ich hätte sie falsch gemacht. Meine Güte. So. Jetzt kommt das schöne Teil hier rein. Und die Bodenstangen kommen. Hier kommt noch die Stangen rein. Die machen wir jetzt mal kurz. Und ich beantworte mal wieder ein paar Fragen. Hatte ich ja gesagt, dass ich das mache. Also tue ich das auch. Und zwar kam hier gerade frisch eine Frage rein, witzigerweise. Und dann dachte ich mir, okay, dann kannst du die auch gleich vorlesen, wenn sie gerade frisch reinkam. Und zwar war wieder Gmail. Wo ist mein Kreuzschraubendreher? Wo ist mein Kreuzschraubendreher? Da ist er. Und zwar möchte der Kollege wissen, eine Frage, wie heißt der Luftfilter mit dem schwarzen Kappen, die man rüberstülpen kann? Ach so, genau, das hatten nämlich auch schon viele gefragt. Ihr meint sicherlich den hier. Das ist so ein Luftfilter, da ist so eine schwarze Kappe drüber. Hier drin ist der Filter, den kann man hier aufschrauben. Das ist so ein Wetterluftfilter. Also gib mal ein bei Google RC Luftfilter Wetterschutz. Ne? Dann kommen die. Das sind so spritzwassergeschützte Luftfilter. Wenn ihr durch eine Pfütze fährt, dann kommt hier Wasser drauf und geht nicht sofort durch den Filter in den Motor rein. Die sind eigentlich ganz gut. Haben bis jetzt meine Motoren echt super durchgebracht. Und das ist hier von Robtronic einer. Ja, der war sogar super günstig und es gab sogar Luftfilteröl dazu. Das war richtig, also richtig cooles Ding und für wenig Geld. Ne? Und wenn ich wenig Geld sage, dann meine ich wirklich wenig Geld. Ne? Also verdammt wenig Geld, also wirklich preisgünstig. Ne? Echt klasse. So, wollen die jetzt, dass wir hier die Schrauben verwenden oder wie? Weil ich weiß nämlich nicht, weil die Zeichnung ist so schön, dass sie uns nicht sagt, ob wir die Schrauben jetzt hier finden. Ich nehme die jetzt einfach, ist mir egal. Und wenn die falsch sind, muss ich das eben wieder halt abschrauben, so wie immer bei Ansmann. So, den schraube ich nämlich mittig. Ich glaube, das ist in der Zeichnung nämlich gar nicht sichtbar. Aber ich werde die mittig machen, weil das war beim, oh nein, jetzt dreht er durch, ne? Ja, jetzt dreht er durch. Ah, oh, super. Also abschrauben, diese Klammer hier innen drin einmal rausholen. Oh, super, da biegt sich hier der ganze Steg. Ist ja super. Ah, Mist. Das ist ja ein Schiebendreck, ey. Wirklich jetzt. Ja, dreht sich mit. Wahnsinn. Na, vielleicht kriege ich das da so hin, wenn ich den hier hinten festhalte. Ja, das war eine Frage. Wie gesagt, das sind Wetterschutzluftfilter oder so. Ich weiß gar nicht mehr selber, wie ich die eigentlich. Ich glaube, ich habe einfach nur bei eBay Luftfilter eingegeben und habe die dann gefunden. Ich glaube, ich habe nicht mal nach einem Namen gesucht. So, jetzt brauchen wir schon Stangen. Oh, jetzt merkt ihr hier, jetzt werden wieder hier Tüten-Chaos 2.0. Oh nein, diese kleinen Pissringe wieder dabei. Oh, ich mag die nicht. Wieso nicht zuschrauben? Warum? So, jetzt müssen wir aufpassen, weil hier sind verschiedene Stangen mit bei. Und wir wollen natürlich nur die richtigen nehmen. Alter, guckt euch mal diese langen, krassen Stangen an. Ich glaube, die sind hierfür. Keine Angst, das mit dem Schlauch habe ich mir gemerkt. Ich baue das jetzt erstmal zusammen. Ich mache das dann nachträglich nochmal.
weil ich die Carbon-Sachen eh nochmal abmachen möchte. So, Warrock hat einen coolen, hat eine coole Antwort geschrieben auf diesen Schrägswert. Fand ich ganz interessant, aber Leute, nicht zu viel Chinesisch. Also gut, wenn man, ich sag mal so, ne, viele Leute haben mich auch gefragt, dass es viele, oder ich habe auch gelesen, dass viele geschrieben haben, Laser, es gibt's auch bei den Wettbewerbsautos Unterschiede, ne, zwischen normalen Autos, und das muss wohl auch so sein, und ich denke mal, das sollte auch so sein, ne. Ja klar, Wettbewerbsfahrzeuge, ne, sagt ja schon der Name, sind für Wettbewerbe, ne. So, und ich sehe nicht ein, Wettbewerbsfahrzeuge für den privaten Verbrauch oder Gebrauch zu kaufen und dann dieses Auto zu besitzen. Ja, ich weiß nicht. Oh, shit, jetzt hätte ich fast diese kleinen Klammern verloren. Oh, ey, Leute, ich hasse diese Klammern. Mann, ist mir scheißegal, ob das super ist, dass da die Klammern sind oder nicht, ey. Ich fände sie scheiße. Oh, Wahnsinn. So, dran sind sie. Und wenn die einmal wegfliegen, dann viel Spaß beim Suchen. Ey. Wie gesagt, so ein Wettbewerb-Auto interessiert mich null. Ne? Echt null. Ne? Wenn ich mal so einen Wettbewerb fahren sollte oder ich so einen Kram mache, dann ist das was ganz anderes. Ey. Dann würde ich mir auch andere Autos kaufen, Leute. Aber hier, ey, ich kaufe mir Autos, auf die ich Bock habe. Und nicht, ob die irgendwie länger halten oder nicht oder so, ne? Und achte auch nicht darauf, ob die wettbewerbstauglich sind oder nicht. Das interessiert mich echt einen Scheiß, ey. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, ey. Ich kaufe ein Auto, weil es mir gefällt, ey. Weil ich Spaß daran habe, rumzubasteln. Ne? Und zwar gibt es auch hochwertige Autos, ne? Die man zusammenbasteln kann. Aber, ey, vielleicht gefallen sie mir nicht. Wisst ihr, was ich meine? Und dann wird es ja widersprechen mit der Aussage, die ich gerade hatte, ne? Deswegen ist mir das egal. Genauso wie das mit dem Go-Motor. Ich wusste nicht, dass es Go-Motoren gibt mit normaler Glühkerze. Doch, ich wusste es, so rum gesagt. Aber ich meinte in dem Video nicht, dass ich die ganzen Go-Motoren scheiße finde, wo auch normale Glühkerzen gehen, sondern ich meinte speziell diese eine Sorte von Go-Motor, den auch Christoph Sommer damals sich geholt hat bei eBay, den für 99 Euro. Da ist Turbo-Brennraumkerze, den Motor, den mag ich nicht. Das meinte ich. Das sollte nicht verallgemeint werden auf die ganzen Go-Serien. Ne? Da hat mich einer wieder falsch verstanden. Aber ist ja kein Problem. Ich drücke mich auch nicht immer richtig aus. Und dann hat man eben ein bisschen was zum Diskutieren im Video. Ne? Passt doch. Aber dieser Go-Motor, der bei eBay da für 100 Euro ist, dieser orange oder welcher das ist, oder der rote, halt eben den Christoph hatte, den mag ich nicht. Ne? Verstehst du? Den ein Go-Motor. Nicht die Go-Motoren. Vielleicht drücke ich mich auch besser aus. Ey. Vielleicht sage ich einfach Go-Motoren oder Go-Motor. Ne? Aber ich glaube, selbst wenn ich das so machen würde, würde wieder irgendeiner da unter was anderes schreiben, weil er nicht zuhört. Deswegen scheißegal. So. Ja, oh, krass, ist die riesig, ey. Ist das beim Terrier genauso gewesen? Boah, ist das lange her mit dem Terrier, ey. Wahnsinn. So, nächste Frage. Kurz suchen. Ach so, genau. Hier kam eine Frage, die ist schon ein bisschen älter, glaube ich. Datum sehe ich gerade nicht. Und zwar hat er mir erzählt, er hat sich einen Motor bei eBay gekauft. Du weißt ja jetzt, wem ich meine. Und zwar ein HSP. Jetzt weißt du. Und der Verkäufer weiß nicht, ob er schon benutzt ist. Der Verkäufer konnte mir nicht sagen, ob der eingefahren ist, weil er den auch gebraucht gekauft hat. Ach so. Ja, ey, Leute, ey, ganz ehrlich, ne? Ich sag das eigentlich immer wieder, ne? Aber ganz ehrlich, Leute, lasst die Finger von gebrauchten Motoren, ne? Besonders bei eBay, ne? Das ist echt nur ein Tipp. Wenn ihr einen gebrauchten neuen Motor kriegt, okay. Wenn ihr einen alten gebrauchten Motor kriegt, dann vielleicht wegen Teile oder so, aber verlasst euch niemals darauf, dass die Dinger funktionieren, ne? Oder, also in deinem Fall, du willst ja jetzt wissen, was du machen sollst. Du hast gefragt, ob du ihn auseinandernehmen sollst. Auf jeden Fall, nimm ihn auseinander, aber vorsichtig. Benutzt gutes Werkzeug. Besonders oben bei den Kopfschrauben, nicht, dass sie die abnummeln. Benutzt gutes Werkzeug, guck ihn dir an. Wenn er Laufspuren hat, brauchst du erst gar nicht probieren. Sollte er aber blitzblank sauber sein, keine Laufspuren haben und sollte auch normal drehen, ne? Auf jeden Fall einfahren, ne? Und zwar mit deinem Benzin oder
mit deinem Treibstoff, mit deinem Nitro. Auf jeden Fall vorsichtshalber ein Tank oder anderthalb Tanks nochmal einfahren. Ne? Ja, würde ich empfehlen. Ne? Auf jeden Fall. So, was denn noch? Ja, hier sehe ich, habe ich gerade eine Anfrage nach einer Partnerschaft bekommen. Englisch, keine Ahnung, mit Anschrift und allem drum und dran. Werde ich mich aber nicht melden. Habe ich kein Interesse dran. Ja, viele Leute schicken mir auch, ich sehe jetzt hier gerade eine E-Mail, viele Leute schicken mir auch Links über YouTube, über diese private Nachrichten. Zum Beispiel ist hier eine, da hat mir einer einen eBay-Link mit einem anderen Ausschalter geschickt. Danke übrigens, ne? Dein Namen, ne? Ich weiß ja nicht, ob ich ihn nennen darf, deswegen lasse ich es lieber, aber danke, ne? Und auch an die anderen Leute, die das immer machen, finde ich super, ist einfach klasse, ne? Auch wenn ich die Sachen jetzt nicht brauche oder so, aber trotzdem richtig, finde ich richtig gut von euch, ne? Achso, genau, hier die nächste Frage ist, weil wir jetzt hier schön die Hinterachse fertig geschraubt haben, das mit dem Einstellen und so habe ich auch in dem Virus-Video gezeigt, wie man hier die, wie man den Radius hier einstellt, ne, mit der Spur. Da habe ich ja so ein schönes selbstgebautes Z. Ja, wir müssen auf jeden Fall Gummistück reinmachen. Ich muss die noch weiter reindrehen, weil die gehen sowieso ein bisschen spitz. Aber das lassen wir jetzt. Wir haben die jetzt soweit fertig. Ich finde, die sieht ganz gut aus. Ja, schaut wirklich toll aus, ganz schön groß. Das wird wieder so ein Monsterteil. Ich sehe das schon wieder kommen. Das wird wieder so ein Monsterding. Wir machen aber jetzt noch die Vorderachse. Juhu! Da finden wir unser Büchlein hier. Ne? Das schlecht gezeichnete. Drehen es um und dann sagen sie, wir wollen jetzt den Flügel. Nö, meine ich. Hallo? Sind die doof? Oh, hier das Mitteldiff. Ne, ich will die Vorderachse. Hier. Richtig. So schlecht. Ja gut, die Zeichnung hier ist richtig. Endlich mal. So, Vorderachse. Achso, ja, Frage. Du machst gute Videos. Eine Frage an dich. Bezüglich des blauen Glühkerzenstarters von Modellcraft. Blau elixiert. Auf der Oberseite eine Batterieanzeige. Meine Frage bezieht sich auf die Batterieanzeige. Denn meine funktioniert komischerweise nicht mehr. Kannst du mir da vielleicht weiterhelfen? Ah, okay. Du meinst sicherlich hier oben die Anzeige, die wir hier haben. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, aber ich bin mir sicher, dass das keine Batterieanzeige ist, sondern dass das eine Anzeige ist, ob die Glühkerze funktioniert oder nicht. Ne? Weil wenn die es kann aber auch eine Batterieanzeige sein. Ich bin mir aber nicht sicher, was weil hier steht nur 0 in Rot, dann 2 und dann kommt irgendwann hinten eine 6. Ne? Was soll denn das heißen? Ne? Eine 6. Wir haben hier einen Akku drinne mit 1,2 Volt. Ne? Das würde mit der Anzeige überhaupt nicht funktionieren, würde ich jetzt mal sagen, zumindest was die Zahlen da stehen haben. Nein, ich glaube einfach nur, dass diese Anzeige hier oben, kann man die, oh, die kann man sogar, oh lol, das habe ich noch nie getestet. Okay, die kann man rausschrauben, ist ja witzig. Gleich wieder reinschrauben. Habe ich noch nie getestet, ist ja krass. Ich glaube, dass diese Anzeige anzeigen soll, ob die Glühkerze funktioniert oder nicht. Oder ob der Glühkerzenstecker noch Saft hat. Das kannst du natürlich auch haben. Teste das mal an verschiedenen Glühkerzen, ob das wieder funktioniert oder nicht. Wenn, ist hier vielleicht die Anzeige kaputt. Sollte die Glühkerze unten glühen, funktioniert der Start noch, aber dann ist deine Anzeige halt durch. Ne? Wenn er noch neu ist oder so, dann würde ich sogar sagen, Garantie. Ne? Ja, nächste Frage. Oh, es passt nicht, ey. Wahnsinn. Oh, ich krieg schon wieder einen Hals, ey. Wahnsinn. Es passt nicht. Es verkantet sich hier. Ich probiere das jetzt mal hier mit dem. Aha, okay. Und. Ach, so geht das rein. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp für euch, falls ihr die nicht reinkriegt vorne. Macht das hier mit der Stange, weil dann habt ihr so einen, ja, so einen Griffpunkt, wo ihr drücken könnt. Ja, hier, das sieht auch wieder komisch aus. Die Sachen sind auf jeden Fall locker. Vielleicht hier einmal mit einem Schrumpfschlauch rübergehen, aber das ist, sind bewegliche Teile. Ich weiß nicht, ob das so, nee, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, oder? Ja doch, wir können ja hier und hier machen. Ja, wobei, die stören sich. Nee, nee, das können wir vergessen. Das würde nicht lange halten. Dann lassen wir das. Und setzen das. Oh, das passt. Alles noch im Rahmen.
kein Austickgrund. So. So. Und das passt auch wunderbar. Ich bin. Ja, gut, ist ja auch keine Unterlegscheibe, die uns da den Platz wegnimmt. So, kurze Frage. Wie bekomme ich geklebte Reifen von der Felge abgelöst, ohne die Reifen selber zu beschädigen? Der Hintergrund ist, dass ich mir. Ja, okay, den Hintergrund habe ich mir schon durchgelesen. Viele Leute machen das in einem Topf, ne, mit heißem Wasser. Ich habe jetzt schon viele Videos gesehen, auch auf YouTube. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich will es aber bei den Sandpedals selber ausprobieren. Das heißt, ich werde das noch testen. Ich werde auf jeden Fall das heiße Wasser mal ausprobieren. Aber ich habe auch gehört, man soll das mal mit Zitronensäure ausprobieren. Weil Zitronensäure soll den Sekundenkleber lösen. Ne? Und daher habe ich mir gedacht, okay, probiere ich das mal mit Sekundenkleber aus. Also, da ich meine Reifen ja mit Sekundenkleber geklebt habe, probiere ich das mal aus mit Zitronensäure. Ne? Ja. Aber ansonsten kochendes Wasser. Also zumindest sehe ich immer die Videos dazu. Ne? Na, was ist hier los? Ich dachte gerade kein. So. Reindrehen mit der Rückseite, wenn es schwer wird, raus und wieder mit dem normalen. Achso, noch ein kleiner Tipp hier, wo ich gerade hier zugange bin und das festschraube. Dieser Imbus hat hier hinten so einen Kugelkopf. Ne? Ich gebe euch echt einen Tipp, wenn ihr sowas festschrauben wollt, macht es nicht mit dem Kugelkopf. Nehmt diesen auch nicht für die Köpfe von eurem Motor, weil diese Kugelköpfe, wenn die euch abbrechen, ne, dann steckt er vielleicht auch in der Imbusschraube drin, ne, und dann habt ihr echt ein Problem. Ne? Dann habt ihr wirklich ein dickes Problem. Ey. Dann will ich echt nicht in eure Haut stecken. Hallo Julia, ey. Dann will ich nicht in eure Haut stecken. Das wieder, oh mein Gott. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Anderes Thema. Gehen wir gleich mal zur nächsten Frage. So, nebenbei mache ich hier weiter. Jetzt kommt die verrostete Welle dran. Boah, hier geht das Kugellager auch nicht rein. Wahnsinn. Ach. Okay, jetzt. Und komm schon. Oh, komm schon, du blödes Kugellager. Wahnsinn, das verkantet sich so krass da drin. Das ist ja echt irre. Ey, das verkantet sich voll da drin. Ich nehme jetzt mal ein anderes, ey. Ja, ist auch kein Wunder, ey. So schlicht, ey. Von der anderen Seite mache ich das jetzt und dann komme ich hier vorne durch und dann kommt die Welle ja nur gerade drauf und dann so, einfach auf den Tisch drücken und dann geht das gerade rein. Aber alles ist cool, alles ist cool. So, ja, hier fragt einer, dass er gesehen hat, dass ich mein Auto verkaufen möchte. Und er fragt, wie viel ich für das bestimmte Auto haben möchte. Leute, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Autos verkaufe. Ne? Habe ich auch jetzt, glaube ich, schon millionenfach erwähnt. Wenn ich den Huckzilla und den Shotcruise verkaufe, dann werde ich die Sachen wohl bei eBay reinsetzen. Ne? Weil eBay einfach eine... Ja, erstens haben alle die Chance, drauf zu bieten. Ne? Zweitens denke ich... dass eBay auch wegen der Bezahlung und alles und Versand und so, dass das alles super läuft. So. Versteht ihr? Also vertrauensmäßig. Ne? Es kann ja jetzt sonst jemand Nettes da draußen sein und mir schreiben, dass er das und das Auto gerne hätte. Und wenn man ja, ihr, versteht ihr dieses Vertrauen über Internet und so? Hm, soll jetzt nicht verallgemein sein, ne? Zum Beispiel, wenn mich jetzt Modellbau 126 fragen würde, ob ich ihnen was schicke, dann würde ich ohne zu zögern sagen, ja klar, weil ich ihn so jetzt schon länger kenne, auch von seinen Videos und allem, und ihm würde ich sogar vertrauen. Ne? Das ist aber was anderes. Ne? Also wie gesagt, wenn überhaupt, mache ich das über eBay, aber stehe noch nicht fest. Ja Leute, das war es erstmal mit Fragen. Das waren wieder richtig viele, finde ich.
Also zumindest waren das zwei Seiten, die ich jetzt da durchgeschuscht bin. Ich möchte jetzt hier ein bisschen bauen, um voranzukommen. Daher erstmal Ende mit Fragen. Da sind noch tausende Seiten, aber wenn ich mir das alles durchlese, dann bin ich ja morgen früh noch hier. So, ja, hier steht ja, oder sieht man ja ganz klar, wie rum, würde ich sagen. Ach, so wollen sie das? Ah ja, klar. Steht keine Nummer drauf, aber ja, doch, so wollen sie das. Okay. So, das heißt, die Seite kommt hier hin, der kommt so. Und ja, ihr könnt jetzt einfach da bleiben. Habt ihr verstanden, ne? Das ist meine neue Sprache. Könnt ihr einfach da bleiben, schraube ich das hier kurz mit euch zusammen rein. Wobei ich, oh ne, ich krieg schon wieder die Krise. Oh, den Anfang, ey, da braucht man so viel Kraft, ey, damit die Kugel ein Gewinde da kriegt, ey. Wahnsinn. So, ja, ich kann es ja auch mal kurz hier zeigen. Ich mache das immer so, Kugel nach oben. Viele werden das jetzt schon kennen, aber viele eben noch nicht. Das Teil richtig rum raufsetzen, hier ist so eine Nut drinne. Raufsetzen, langsam nach innen gehen und dabei drehen. Ne? Sollte sich das Fang hier, ne, immer noch schön mit Abstand draufdrücken, also von hinten, nicht zu doll, schnappt ihr euch euren Imbus und dreht langsam die Schraube rein. Und dabei guckt ihr, ob es gerade ist. Ne? Und wenn ihr weit genug drin seid, könnt ihr das auch hochheben und dann drehen. Und dann seht ihr, oh super, gerade. Jetzt gucke ich mal kurz. Ja, es klackert noch, aber wir müssen das eh noch reinschrauben. Deswegen lasse ich das jetzt noch und schraube jetzt erstmal hier die Schraube ordentlich rein. Ja, ja, ja. Wir schrauben. So, ich würde mal sagen, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt können wir hier Feinjustierung machen und zwar drehe ich hier nochmal einmal rum. Okay, minimal Spiel noch. Wir sehen, Leichtgängigkeit ist noch da. Ja, alles super. Und jetzt fängt der ganze Spaß mit oben an. Jetzt müssen wir uns mal kurz die Teile gucken, weil diese Zeichnung schon wieder so genial ist, dass man wieder echt nur erahnen muss, wie. Aber ich denke mal, auf der Einzeichnung, das ist echt so dämlich, ey. Wieso zeigt man eine Zeichnung von der Seite, ne? Wenn es so aussieht. Wahnsinn. Aber weiter unten sieht man Gott sei Dank so halbwegs ein Bild, wo man sieht, dass die Ecke hier nach vorne soll. Ah, nein. Ich bin gleich wieder da. Wahnsinn. Dieses Auto, ey. Was habe ich mich da schon wieder... Wo habe ich mich da drauf wieder eingelassen, ne? So, Kappe drauf. Deckel mit der Nut wieder nach innen. Draufsetzen ganz langsam. Und hier ist jetzt das Problem, hier ist so eine leichte Schräge. Lasst euch da nicht beeinflussen von. Ne? Ihr hält das immer gerade vor euch und dann guckt ihr. Und wenn das alles super ist, dann dreht ihr vorsichtig fest. Und hoffentlich ist das jetzt hier gerade. Aber alles supi. Und wie wir sehen, 1A. Ne? Gucken wir den Spiel. Wir sehen, der Spiel hier. Manche lassen das so. Und denken, ah, ein bisschen Spiel muss sein, aber das geht gar nicht. Ne? Also weiter festdrehen mit dem Ding. So. Sowas hier geht aber auch nicht, ne? Wo das Ding dann stockfest ist und man hier richtig Kraft aufwenden muss, um hier den zu bewegen. Also minimal wieder lockern, ne? Und den Spiel testen, ne? So, und wenn das Spiel in Ordnung ist, dann können wir das lassen. Und das Ding ist jetzt noch leichtgängig, ne? Ihr seht das. Ist also noch in Ordnung. Vielleicht können wir sogar noch einen Tick. Und nach jeder Fahrt müsst ihr sowieso das nochmal nachziehen, ne? Weil das könnte sich gelockert haben durch die Vibration. So, fertig. Hey, das schaut ja richtig cool aus. Ist das denn jetzt richtig so? Könnte sein, müsste nicht. Ne, ist richtig. Alles korrekto. Gut. Dann kommt er erstmal unten hier ran. Dafür brauche ich mal wieder die Stangen hier. Und dann wird langsam hier auch das Chaos wieder ein bisschen... Oh, halt. Jetzt hätte ich das schon wieder fast vergessen.
Wahnsinn. Und zwar hier die Imbus. Ihr seht das, ne? Das geht so schnell. Flap, flap, flap. Auto ist fertig, ne? Und dann schreibt er dich ja wieder hier. Du hast es vergessen. Und wir wissen ja, was das für eine Arbeit ist. Oh ja. Das ist keine schöne Arbeit. So. Stange. Jetzt kommt hier unten schon mal der Träger rein. Na, komm schon. Kollege, mock hier jetzt nicht auf. Alter. Der will da gar nicht rein. Ah, jetzt. Hä? Was ist denn hier los? Ach so. Ja, weil ich hier oben den blöden Träger noch hatte. Und immer dagegen gedrückt habe, hat er mich unten nicht reingelassen. So. Na, was ist denn hier los? Komm schon. Der will da nicht rein. Mann, ist er falsch rum? Nee? Ist richtig. Ah, jetzt. Wahnsinn. Die Stange will da nicht rein. Was ist denn hier los? Irgendwas falsch gemacht? Nein. Alter, Wahnsinn. Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, was hier los ist. Aber die Stange will da nicht rein. Also eigentlich wundert mich das auch, dass die Stange da nicht rein will. Sie weiß ja, was auf sie zukommt. Gleich wieder da. Wahnsinn, Leute. Das geht da so dermaßen schwer rein, dass ich einen Hammer jetzt brauchte. Das ist ja der... Das ist echt Wahnsinn. Und zwar löse ich jetzt nochmal hier den Grundträger, um hier ein bisschen die Spannung zu lösen. Eventuell liegt hier eine Spannung drin. Und auf der anderen Seite brauche ich ja nicht. Aber das... Alter, was ist das, ey? Das ist eine Passgenauigkeit wie auf dem Friedhof, ey. Alter Schwede. Die Stange will hier null rein. Null. Also wirklich null. Die hat da überhaupt keinen Bock drauf. Und ja, ist es die richtige? Oder habe ich jetzt Fehler gemacht, ey? Alter, habe ich jetzt Fehler gemacht oder was? Ah, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil hinten hat alles gepasst. Und bei der Hinterachse, ne? Die Stangen. Und ich habe gerade mal hier die andere Stange reingemacht. Und hier funktioniert es auch. Also ist alles in Ordnung. Sonst würde ja hinten bei der hinteren irgendwie Probleme geben. Krass, guckt euch das an. Das ist... Was ist das? Oder habe ich die zu fest geschraubt? Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ja, das wird dann schön locker geschraubt. Das ist aber immer noch hier. Das hakt hier irgendwie. Wahnsinn, ey. Oh. Naja, solange wir ihn zusammengebaut kriegen, ist alles super. Ich freue mich. Sind guter Sachen. Oder guter Laune. Okay, Leute, ich muss hier abbrechen. Ich muss den Part kappen. Und wir sehen uns einfach... ein paar Tage später wieder. Euer Laser. Tschüss.